Den Salzburger Landtag informierten heute Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl über den aktuellen Stand des Impfplans. Wir halten uns an die Prioritätsempfehlung des Bundes. Das ist eine Empfehlung, aber die sehen wir als maßgeblich an. Altenheime und Seniorenheime, dann das Gesundheitspersonal in den Hochrisikoabteilungen wie Covid-Abteilungen, HNO-Abteilungen, Augenabteilung, Akutambulanzen, dann das Gesundheitspersonal des niedergelassenen Bereiches. Es folgen dann die über 80-Jährigen, die Hochrisikopersonen und die Behinderteneinrichtungen. Unsere zentrale Strategie beim Impfen heißt, wir wickeln das Impfen über die niedergelassenen Ärzte ab, über die Ordinationen. Wir kalkulieren mit den Mengen, die uns fix zugesagt sind. Das ist Pfizer und das ist Moderna. Sollte tatsächlich AstraZeneca Ende Jänner oder wann auch immer zugelassen werden, ohne oder mit Altersbegrenzung, sollten tatsächlich von AstraZeneca bis zu 2 Millionen Dosen nach Österreich geliefert werden, dann können wir den Prozess wesentlich beschleunigen. Aber wir kalkulieren derzeit mit dem, was wir da haben. Wenn es mehr Impfstoff gibt, dann können wir auch sofort hineingehen und mit Hilfe der niedergelassenen Ärzte die Impfungen durchführen.